Jetzt müssen Sie leise sein, meine Damen und Herren, denn jetzt kommen vier kleine, süße, weiße Löwenbabys zu uns. Und wenn Sie zu laut klatschen, Sie dürfen nur so klatschen, weil wenn Sie zu laut klatschen, werden diese vier weißen, süßen Löwenbabys zu räudigen Bestien. Ja? Deswegen ganz kleiner Zwei-Finger-Applaus für Martin Lacey Jr. und seine Löwenbabys. Herzlich willkommen. Ich höre da hinten Geknurre. Ist da jemand sauer? Ja, nein. Guck mal, da ist noch ein süßes Löwenbaby. Wie heißt dieses Löwenbaby hier? This is Charlie Jin. Charlie Jin? Ja. Yeah. Okay. Wie alt ist Charlie? Jetzt 3,5 Monate. 3,5 Monate? Ja. Wie lange dauert es, bis es zu gefährlich wird, die hier im Studio zu haben? Ja, das ist schon, das ist alles neu natürlich. Der wollte gehen zusammen zu der Kumpels hier. Ja. Aber der ist ganz, ganz gut. Der kennt mich. Ich bin ein komischer Löwen zu den Löwen. Und ich war auch da bei der Geburt. Und ich kenne die Mutters, die Vaters, die Großparents. Und so. Okay. Das ist schon die dritte Generation jetzt geboren im Circus Krone der Weißen Löwen. Also die Eltern sind dann auch immer weiß bei weißen Richtig, Löwen. Richtig, genau. Es kann absolut, ja. Von normalen Löwen kein weißes Löwenbaby entstehen. Genau, also, genau, so ist das, ja. Was ist das? Ist das eine Art Laune der Natur? Oder ja, gibt es weiße Löwenbabys als Rasse? Also die Geschichte ist, dass ich habe gefunden, 60 Jahre zurück, 3 weiße Löwen. Ja. Und glücklicherweise, das war Jäger, da haben sie nicht geschossen. Und seit 60 Jahren da haben Zug gemacht mit weißen Löwen. Und ja. Für uns, was ist ganz wichtig, ist keine Inzucht da. Es okay. Ist verschiedene Families. Ja. Und über die letzten 60 Jahre, die letzten 25 Jahre, kommt dann wieder raus seine schöne Genetik. Und ich sehe, das ist super schön, ganz gesund. Ja. Und freut uns hier. Wir können uns mal angucken, wie die vor 3 Monaten geboren wurden. Sie waren gerade auf Tour mit dem Zirkus Krone. Genau, das war in Berlin, das Bild. Ah, okay, und wo sind die geboren? In Magdeburg. Ossis? Ja. Sozusagen. Mama und Papa ist schon Münchner und der ist geboren in Magdeburg, das stimmt. Ja. Wir haben auch eine hier, das heißt Otto, das ist von der Magdeburger Bürgermeister, haben ihm den Namen gegeben. Okay, diese Narbe, die Sie da haben, wo ist sie, von einem Löwen? Ja, das ist absolut von einem Löwen. Aber nicht attackiert. Ich war nie mal attackiert bei einem Löwen. Meine okay. Mutter und Vater haben schon über 60 Jahre gearbeitet, Löwen und Tiger. Okay. Und haben nie mal attackiert. Das war meine Show. Ich habe runtergefallen und der Löwen sofort, aber lass mich sofort weg. Wenn er attackiert mich, ich bin nicht mehr da. Sie haben keine Chance mit einem Löwen. Okay. Okay. Aber ich spiele mit dem, ich bin immer dabei. Der kennt mich so ich habe gesagt, so eine komische Löwen. Ich kann die aber anfassen, oder? Ja, doch, komm mal. Muss ich mir die Hände desinfizieren, oder? Genau. Ja, weil wegen der Mutter, der kennen sie nicht. Und dann, sie haben einen Geruch und vielleicht erkennen das Geruch nicht. Es ist nur Sicherheit für die Kinder, nicht für dich. Ah, okay, alles klar. Also ich mache das, damit die Mutter nicht denkt, das sind nicht ihre Kinder. Aber die kann doch sehen, oder, die Mutter? Es geht um Riechen. Es geht um Riechen. So. So. Müssen wir jetzt mal... Ich habe ein bisschen Respekt das vor, ist gut. Das vor, den, ist super. Vor den Tieren, weil die auch ja schon relativ groß sind. Ich bin hier schon von viel kleineren Tieren lebensgefährlich angegriffen worden. Ja, ja. Also ist wirklich wahr. Ich glaube, das ist okay, aber hier, guck mal. Geht das? Oh. Nimm mich mit ins Bild, ja. So. Nützt ja nichts, wenn du ihn alleine hast. Spiel mit anderen. Schon schwer. Schon ich habe ne? hab schon ein bisschen Muffen hier. Vielleicht erinnert sich einer noch, haben wir das vorliegen? Ich habe damals einen Nasenbärangriff nur ganz knapp überlebt, weil ich geistesgegenwärtig aufgesprungen bin. Schauen Sie sich das mal an. Also vom Nasenbär lasse ich mich Was? Gerne anschnappen. Ah! Ja! 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 Der wollte mir die Kehle durchbeißen. Das war sehr, sehr, sehr gefährlich. Wie lange kann man mit denen so rumtollen? Also ich bin mit der Mutter und Vater immer in Außengeheges. Der Vater, ich habe auch im Restaurant zusammen, wenn er war 3 Jahre alt, ein voll gewachsener Löwen. Im Restaurant? Ja, absolut. Ja. Sie gehen mit dem an der Leine? Ja, wir bestellen vielleicht 3 oder 4 Tische, dass keiner sitzt neben uns. Aber das darf man das denn? Ja, also jetzt wegen Sicherheit, wir machen das nicht, aber er ist ganz, ganz gut. Der Name ist King Tonga, das ist der Papa.
Ja. Und er ist fantastisch. Er ist überall mit mir. Gibt es Regeln eigentlich für das Ausgehen mit Raubtieren? Wenn Sie jetzt sagen, können Sie mit einem Löwen ganz einfach an der Leine in den Park gehen? Nein, das kann das nicht. Natürlich, wir machen eine Sicherheit selbst. Wir haben ja unsere einzige Sicherheit und wir auch Profis in was wir machen. Es gibt natürlich Regeln, da behalten Raubkatzen. Aber trotzdem, natürlich, wir wissen genau, wenn das geht und was geht nicht. Ja. So, ich habe gesagt, wir haben keinen Unfall gehabt in den letzten 60 Jahren. Meine Familie war ganz stolz. Wir ganz vorbildlich für Zirkus und deswegen bin ich bei Zirkus Krone. Was machen Sie mit den Löwen dann im Zirkus? Also was lernen die? Genau, es geht um den Charakter von dem Tier. Deswegen ich sage, ich bin Tierlehrer, weil sie nicht gebrochen der Charakter, sie baut den Charakter. Das heißt Beispiel, Sie haben gesagt Beispiel der Eltern, er ist ein bisschen faul, ja. Und das heißt dann vielleicht mehr Kussen und Schmusen mit ihm und nicht Beispiel springen. Der kann alles springen, der ist alles natürliche Bewegung, der nicht springen vom Hubs auf Feuer oder irgendwas, aber ist alles natürliche Bewegung, was der macht. Aber es geht um den Charakter. Dann eines ist mehr aktiv, sie kann machen mehr springen sowas mit und eines ist mehr so wie wollen kussen und schmusen und sie baut den Charakter von dem Tier dann zu der Nummer. Und dafür, Sie sehen das. Deswegen haben wir gewonnen auch in Monte Carlo Gold und Silber. Und das war niemals passiert. Eine Raubkatznummer. Guck mal, er hat aber ganz guten Hunger, ne? Ja. Da trieft die Suppe aber ganz schön am Schlabbermaul runter. Rindfleisch hier, Hackfleisch mit ein bisschen Milch. Der ist ein bisschen weniger weg von der Mutter jetzt. Das heißt, er hat angefangen mit Fleisch einen Monat zurück. Aber dann noch trinken von der Mutter. So heute Abend, da geht trinken bei Mama. Sie sind jetzt 3 Monate alt. In weiteren 3 Monaten, wie groß sind die dann? Doppelt so groß oder dreimal so groß? Ja, also es geht von jedem Tier anders, aber noch zu 60 Kilo. Vielleicht das kleine Mädchen Beispiel, vielleicht 40 Kilo, das kleine Mädchen hier. Oh. Da, haben wir es schon gesehen. Zack, ganz schnell ist die Hand ab und dann steht man da. Ich habe beide Hand noch. Ja. Die Krallen sind auch wirklich... Ja, guck mal hier, siehst du? Die Krallen sind auch wirklich sehr, 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 sehr scharf. Das habe ich heute Mittag erleben müssen. Ja, total süß. Ich gehe noch mal hier. Die erschrecken sich jetzt nicht, oder? Nein, ist nicht das. Der muss kommen zu dir. Und die kommt da, siehst du? Der muss kommen zu dir. Und das ist das Geheimnis für jeden guten Tierlehrer, dass der Tier gerne kommt zu dir. Vielleicht ein Stück Fleisch, vielleicht haben wir Interesse von das. Kimba, weißer Löwe, wir sind stolz auf dich. Alle Tiere schenken dir Vertrauen. Kennen Sie das? Nein, ich kenne das nicht, Kimba, weißer Löwe, wir sind stolz auf dich. Ja, offensichtlich kenne nur ich das. Wollen Sie probieren, ein bisschen Fleisch geben? Total süß, oder? Ja. Soll ich den Fleisch geben? Probieren. Nur Hand, nur so. Und er kommt zu dir. Hallo. Charlie. There you go. Ja, siehst du? Der Löwenflüsterer. Ja, also, wenn man die Tiere sehen will, dann kann man in Zirkus Krone kommen, oder? Ja, absolut, ja. Dann kann man sich die anschauen und auf die Bühne oder der ist noch zu jung. Der ist jetzt 3 Monate, der bleibt mit Mama und Papa. Jetzt, diese Eltern jetzt, wo der geht spielen, da aus dem Gehege ist mit keiner Mama und Papa, der ist ein bisschen so wie Hooligans jetzt. Ja, okay. Und dann ungefähr 1,5 Jahre, sie angefangen mit Trainieren. Und das dauert ungefähr 2 Jahre, bis da kommt eine Vorstellung. Okay, ja, tolle Sache. Wir machen jetzt ein kleines bisschen Werbung. Gleich bei uns Barbara Schöneberger und wir spielen noch Blamieren oder Kassieren. Und bitte ganz leise Applaus für Martin Lacey Jr. und die 5 Weißen. Du möchtest immer darauf anspielen, was ich sonst so mache, ne? Weil du kannst dir gar nicht vorstellen, wie ich meine Zeit so verbringe. Oder Barbara Schöneberger, man hat das Gefühl, Barbara Schöneberger kann einfach alles. Heute ist sie bei uns, morgen ist sie bei Gottschalk und Jauch. Und am dann Donnerstag eröffne ich eine Esso-Tankstelle in der Otto-Suhr-Allee. Dann bist du in der, dann bist du genau, dann moderierst du das goldene Lenkrad, dann machst du die Talkshow. Dann übernehme ich Wetten, das jetzt ja ab Januar. Dann singst du Lieder, wirklich? Ja, ich mach's. Mit Kai Pflaume zusammen. Mit Kai Pflaume zusammen. Die Leute haben sich's einfach gewünscht. Was soll ich machen?